Ja, hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch ein Update zu meiner kleinen Maus geben, denn die ist ja mittlerweile schon über 2 Monate alt. Und da dachte ich mir, wird's mal Zeit. Einen Moment, ich muss meine Lippe hier gerade ein bisschen anders anstellen. Die ruckelt ja. So. Auf jeden Fall. Am 27. April hat sie kleine 4700 Gramm gewogen. Also ich schätze sie jetzt mittlerweile für 5 Kilo auf jeden Fall. Trägt mittlerweile Kleidergröße 56-62. Genau, kommt immer darauf an, wie es ausfällt und alles. Im Moment schläft sie sehr viel, aber ich denke, das liegt auch am Wetter, dass sie im Moment nur so warm ist und meine Haare fliegen heute irgendwie durch die Gegend, keine Ahnung. Da es ja im Moment sehr warm ist, denke ich mal, dass sie deshalb so viel schläft. Und ja, sie hat dann heute Nacht, also wir haben heute den 9., glaube ich, Mittwoch. Vom 8. auf den 9. hat sie jetzt das erste Mal 6 Stunden durchgeschlafen. Von 10 bis um 4. Da war ich richtig verwundert. Aber auch froh drum, aber dafür ging es dann 1 Stunde Geschrei los, weil sie war müde, aber noch nicht so müde, dass sie wieder einschlafen konnte und ja. Ich pucke sie jetzt mittlerweile nachts, weil, also pucken bei mir, ich mache nur die Arme. Also ich pucke nur ihre Arme, ihre Beine sind unten in so einem Sack, die sind halt frei, die kann sie bewegen, wie sie will. Und auch ihre Beinchenstellung machen, aber ihre Arme pucke ich sozusagen. Weil sie sich nachts so heftig mit ihren Händen ins Gesicht rumschlägt, dass sie sich ihren Schnuller rausreißt und sich wach haut. Und ja, das eskaliert richtig. Und damit das nicht mehr passiert und sie dann wirklich ruhig schlafen kann, habe ich sie gepuckt. Das funktioniert auch echt super. Tagsüber habe ich sie auch mal ein paar Mal gepuckt, aber davon bin ich eher absehen, weil es soll eher so ein Nachtritual sein. Wenn sie sich halt tagsüber rumhaut, dann muss ich halt selber irgendwie versuchen, damit klarzukommen, dass sie einfach nicht in Schlaf findet. Aber ja, sie lacht mittlerweile richtig, richtig oft, macht auch schon mittlerweile so richtig süße Quietschgeräusche. Ja. Sie fokussiert auch richtig krass die Leute und auch die Gegenstände und sie ist voll fasziniert. Ich zeige euch schon mal im Moment ihr Lieblingsspielzeug. Ich habe ihn Elsie den Esel getauft. Das ist so ein Ding. Ich habe den vom Rossmann mitgenommen. Der hübscheste ist er jetzt nicht, aber es ist halt Kinderspielzeug, ne? Und sie liebt es, wenn ich mit dem über ihr bin und dann lacht sie und will damit so stramp und strampelt und ist voll verrückt auf dieses Ding. Ja, jetzt habe ich damit gerasselt, jetzt habe ich sie wach gemacht. Sehr schlau. Schauen wir doch mal nach der kleinen Maus. Sie hat einen Schnuller verloren. Ehrlich, mein Schatz. Hast du deinen Snooki verloren? Da ist er doch. Ja. Uiuiuiui, jetzt erstmal strecken. Erstmal alle Hände aus dem Gesicht. Alle 15, die du da immer verbreitest. Ja. So, und jetzt ein Nuki im Mund. Okay, kein Nuki. Doch Nuki? Du musst dich entscheiden, Grace. So, ansonsten hole ich gleich den Föhn. So, wir holen jetzt mal kurz den Föhn, denn wenn die Grace nicht einschlafen kann, dann und motzig wird, ist mein Tipp an alle Mamis da draußen: holt den Föhn. Ihr müsst sie nicht anpusten, sondern einfach dieses Geräusch beruhigt sie so krass. Passt auf. Okay, hört es glaube ich gleich ähnlich, weil der Föhn ist alleine so laut. So. So, ich habe jetzt den Föhn an. Hier, schau mal, der Luki. So, ich gehe mal mit euch in die Küche. Mit dem Föhn, der hört ihr mich ja gar nicht so. Auf jeden Fall, genau. Was kann ich noch über sie sagen? Sie trinkt alle 3 Stunden. Nach Uhr, also wirklich, sie
Sie meldet sich alle 3 Stunden. Ab und zu habe ich mal Glück abends, dann sind es so 3,5 oder halt eine Nacht. Dann sind es mal 4 oder 5 oder 6 Stunden, so wie heute Nacht. Ja. Was könnte ich noch sagen? Eigentlich gibt es da gar nicht mehr. Die U3 war auch alles in Ordnung, auch mit ihrer Fehlbildung. Ihre Narbe war halt super. Und ja, das funktioniert alles super. Auch Stuhlgang macht sie regelmäßig. Ja. Sie hat jetzt schon so ihre Rituale. Sie schläft halt sehr viel. Und wenn sie schreit, dann schreit sie eigentlich nur, weil sie nicht in den Schlaf findet. Oder halt kurz vorm Hunger, ja. Oh, im Moment, genau. Da habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar, wenn es bei euren Kindern genauso ist. Und zwar, sie ist ja ein Flaschenkind. Also sie bekommt von mir die Flasche. Und im Moment tut sie fast bei jeder Flasche, also wirklich, nee, eigentlich bei jeder Flasche, trinkt sie, weil sie Hunger hat. Und dann so nach 10 Milliliter oder 20 Milliliter fängt sie auf einmal an zu schreien und überstreckt sich und strampelt und tritt mich weg und will gar nicht mehr die Flasche trinken. Dann mache ich sie weg, dann will sie sie wieder haben. Die schreit dann, die dreht komplett durch, weil manchmal beim Füttern, ey, das ist so anstrengend, vor allem nachts. Weil sie sich dann so in Rage schreit, dass sie halt, weil sie Hunger hat, aber sie irgendwie die Flasche nicht will. Keine Ahnung warum. Also an dem Milchpulver kann es nicht liegen, weil das verträgt sie eigentlich. Also wir hatten jetzt keine Probleme als damit. Wir hatten vorher Aptamil, mittlerweile benutzen wir Bivivita. Und funktioniert eigentlich super. Also es gab nie Probleme, aber jetzt auf einmal fängt sie an zu schreien jedes Mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also wenn ihr wisst, was da los ist, dann schreibt mir bitte in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Dann fühle ich mich nicht so hilflos manchmal, obwohl es auch echt lustig ist anzusehen, wenn sie sich da so einen abschreit und will sich wissen, warum. Aber ja, mir geht es mittlerweile wieder besser. Ich hatte nämlich eine richtig krass fette Mandelentzündung mit Fieber und die sind immer noch ein bisschen geschwollen. Und ich kann immer noch nicht alles essen und trinken. Und es war richtig hart. Zum Glück war meine Mutter da und die hat dann 2 Nächte übernommen, dass ich mein Fieber ausschlafen konnte. Und jetzt geht es mal wieder besser. Und jetzt, ja, das Wetter genießen mit der kleinen Maus. Genau, ich habe jetzt noch einen neuen Maxi-Cosi bestellt für die Kleine, weil meiner ist irgendwie, ist einfach Schrott. Deswegen habe ich jetzt einen von Cybex bestellt, einen Adapter für meinen Kinderwagen, dass ich den dann dort rausstellen kann, weil sie im Moment in der Phase ist, wo sie einfach schon so gucken kann und wenn sie im Kinderwagen liegt, dann mag sie den nicht, weil sie einfach nichts sieht. Und ich habe schon einen Ordner als Kopfstütze gemacht, aber mag sie irgendwie nicht. Deswegen, ja, gibt es dann einen Maxi-Cosi-Kinderwagen sozusagen. Ja. Ansonsten war es das eigentlich mit dem 2-Monats-Update, denn viel mehr ist eigentlich nicht passiert. U3 war alles in Ordnung. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Video und ich freue mich. Ach so, Leute, was ich euch noch fragen wollte, sorry, so wie ich aussehe, aber war eine lange Nacht und zwar, ich war gestern Nacht noch mit der Grace in der Notaufnahme, weil, ihr kennt das sicher, wenn die Babys sich so erschrecken im Schlaf, dann machen die ja immer so, also hauen so die Hände beide auseinander. Und sie macht das auch im Schlaf, aber sie krampft dann richtig die Hände so auseinander und fängt dann an zu schreien und sie hat richtig Schmerzen. Und deswegen bin ich mit in die Notaufnahme. Es kam halt raus, dass nichts ist, beziehungsweise dass alles in Ordnung sei. Es einfach ein Reflex ist, aber an die Mamas da draußen haben das eure Kleinen auch gemacht, weil das sieht echt schlimm aus und ich mache mir da voll Sorgen. Und das macht sie heute auch noch. Das hatte sie gestern 4, 5 Mal gemacht. Dann macht sie sie wirklich, sie macht sie auseinander und macht und schreit dann und krampft und das ist so schlimm. Also schreibt mir mal bitte, ob eure Kleinen das auch machen, weil ich habe mir so voll Sorgen gemacht, war dann mit ihr halt in der Notaufnahme und ja, der Kinderarzt hat gemeint, dass alles okay ist, wenn es halt jetzt irgendwie schlimmer oder so werden sollte oder irgendwas noch dazukommen sollte, soll ich wiederkommen, aber ja, keine Ahnung. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Ich mache mir voll Sorgen um die kleine Maus.